André, was hast du da bitte gemacht? Das ist ein krasses Brett geworden. Ich habe von Anfang bis Ende geweint. Es ist perfekt. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank, André. Das Video ist richtig schön geworden. Wir haben es mit Freunden geschaut und hatten alle Tränen in den Augen. Du hast es wirklich toll geschafft, alles Wichtige vom Tag kurz reinzubringen, dass man das Gefühl hat, nochmal dabei gewesen zu sein. Das, was ihr eben gehört habt, war echtes Feedback von Brautpaaren, von denen ich mal Hochzeitsvideos oder Fotos gemacht habe. Und wie das genau aussieht, was ich da angestellt habe, das seht ihr jetzt im Schnelldurchgang. Will ich euch erklären, wie ihr zu genau diesem Feedback bei euren Brautpaaren kommt und was ihr dafür beachten müsst. Im Prinzip ein Hochzeitsvideofoto 101. Wobei wir heute mehr auf Video eingehen, aber das ist im Prinzip dasselbe, wenn nicht das Hochzeitsvideo sogar noch anspruchsvoller. Alter, hier ist es so heiß. Wir haben hier gerade 34 Grad. Ich bin in meiner Dachgeschosswohnung, aber ich habe richtig Bock, euch das heute zu zeigen und zu erklären, wie man das macht. Deswegen passt auf, weil ich schwitze mir hier einen ab. Okay. Grundsätzlich kann man den ganzen Prozess in ein paar Punkte unterteilen. Da wäre zum einen die Planung super wichtig. Erstmal eine Absprechung mit dem Brautpaar. Was kommt als nächstes? Equipment, ganz klar. Dann Shooting. Und zu guter Letzt, da wo die Magie passiert, im Edit. In der Planung klärt ihr auf jeden Fall den Ablauf. Beim Ablauf ist es super wichtig, darauf zu achten. Was oft vergessen wird, ist, dass ein Solo-Shooting mit dabei ist, wo die sich nochmal zu zweit irgendwie ins Grüne begeben, damit man mal ein paar gestellte Szenen einfängt, weil das sind am Ende die richtigen Money-Shots. In der Besprechung solltet ihr auf jeden Fall auch den Stil und die Farbgebung erfragen, weil es gibt prunkvolle Hochzeiten und es gibt zum Beispiel so Vintage-Boho-Style-Hochzeiten. Das ist nämlich etwas, das wird sich übers ganze Video und über die ganze Fotoreportage ziehen und ihr solltet euch dem so ein bisschen anpassen, denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Fotografen, die sagen, ich habe den einen perfekten Stil und wenn der euch nicht passt, dann könnt ihr gehen. Weil Leute, sind wir mal ehrlich, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Es kann sein, dass die was total Cleanes, was Prunkvolles haben, irgendwie in einem Schloss, alles ist weiß, Silber oder Gold und da ist es nicht gut, wenn man einfach mit einem Boho-Preset alles voll gelb macht, weil dann dieser weiße Stil voll verloren geht. Dann muss man ganz klar bei dem Stil des Videos unterscheiden zwischen einem Doku-Stil, wo man wirklich auch viele Reden mit einbaut. Diese Videos können dann schon mal durchaus über 20 Minuten lang werden oder so einem Highlight-Film. Ein Highlight-Film hat dann so 3 Minuten Länge bis 7 Minuten und beinhaltet eigentlich nur die coolen Szenen, ein bisschen Slow-Mo, ein bisschen Musik und das wird meistens dann auf Instagram gepostet oder halt auf Social-Media-Kanäle. Was auch super wichtig ist, ist, dass ihr wisst, wo das Ganze stattfindet, die Location und wie viele Personen da sein werden, damit ihr es ungefähr grob einschätzen könnt und wisst, ob ihr das alleine bewältigen könnt oder ob ihr da noch Unterstützung braucht. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar zum Equipment. Denn anhand dieser Anforderungen wisst ihr ungefähr, was ihr so alles in euren Kamerarucksack packen müsst und ob überhaupt ein Kamerarucksack reichen wird. Zum Beispiel bei Dokus wird eine Kamera safe nicht reichen, weil ihr müsst eine Kamera noch aufstellen, um zusätzliche Aufnahmen von der Zeremonie zu machen, um Reden zu filmen, eine auf dem Stativ, einfach damit ständig mitgefilmt wird und eine fliegende Kamera, die ihr dann in der Hand habt oder auf einem Gimbal. Was auch super, super wichtig ist, ist, dass ihr guten Ton habt. Zum Beispiel, wenn ich eine fliegende Kamera habe, habe ich meistens den Ton auf einem Shotgun-Mikrofon obendrauf auf der Kamera. Andernfalls, zum Beispiel bei den Reden, super vorteilhaft, wenn ihr eine Funkstrecke habt. Hier kann ich euch die Funkstrecke von Synco empfehlen. Die haben mir das Mikro zugeschickt zum Testen und es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich packe den Link mal in die Beschreibung.
Und damit könnt ihr problemlos immer guten Ton empfangen. Ihr hört den Ton jetzt gerade hier von meinem Mikrofon. Das ist absolut astreiner, klarer Sound. Und selbst wenn ihr nicht direkt neben der Person seid, habt ihr den Sound immer mit auf der Kamera im Stativ eingefangen. Und das kann euch manchmal echt den Arsch retten. Bei meinem persönlichen Setup für Hochzeitsvideos hat sich in der letzten Zeit ein bisschen was verändert. Ich habe nämlich am Anfang immer mit Gimbal gefilmt, mit dem Tamron 28 zu 75 mm Blende 2.8 und gelegentlich das 14 mm G-Master Objektiv Blende 1.8 verwendet. Mittlerweile bin ich aber ein bisschen zurückgerudert von dem ganzen Gimbal benutzen, weil ich finde, wenn du die ganze Zeit Gimbal benutzt während dem Film, sehen alle Shots irgendwie gleich aus. Es ist immer eine Rotation oder ein Push und man konzentriert sich gar nicht so sehr auf die eigentliche Komposition des Shots und vor allem nicht auf den Inhalt, sondern nur darauf, dass es dynamische Kamerafahrten am Ende sind, was eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Deswegen habe ich mich entschieden, in zukünftigen Videos vor allem mit diesem Bad Boy hier zu arbeiten. Oh ja, das ist eine Festbrennweite mit manuellem Fokus. Das heißt, ich muss das Ding sowieso meistens in der Hand halten, um zu fokussieren. Das hier ist ein anamorphisches Objektiv. Dazu habe ich auch schon ein Video gedreht. Das verlinke ich euch einmal oben rechts. Da könnt ihr euch nochmal alles dazu genauer ansehen. Damit werde ich auf jeden Fall viel Handheld filmen und nur in manchen Situationen, wo ein Gimbal wirklich von Vorteil ist, würde ich einen Gimbal verwenden, zum Beispiel mit dem 14mm Objektiv. Das hat den einfachen Grund, dass wenn man mal eine Kamera mit Gimbal benutzt, dass diese Shots absolut perfekt sind. Es ist mehr so, als würde man etwas von außen betrachten, als wie wenn man mit der Hand filmt, dann ist es mehr organisch. Wisst ihr, was ich meine? Man ist mehr dabei. Ein weiterer Vorteil, wenn man überwiegend Handheld filmt und ab und zu Gimbal-Shots einbaut, dass die Gimbal-Shots richtig ballern. Weil man hat jetzt auf einmal eine ganz andere Dynamik. Man hat nicht eine Dynamik im Sinne von alles bewegt sich kontinuierlich, sondern die meisten Shots sind relativ statisch mit einem leichten Shake. Aber dann kommen ultra-cleane Kamerafahrten. Und das ballert nochmal richtig rein, ist richtig nice, weil ihr habt dann auf einmal ganz verschiedene Stilmittel verwendet und dann noch kombiniert mit der Drohne, da kommen wir nämlich auch gleich dazu, werden eure Hochzeitsvideos richtige Banger. Drohnen sind ein absolutes Must. Also ich sag's mal so, wer im Jahre 2022 keine Drohne fliegt, der sollte aufhören, Hochzeitsvideos zu drehen. Natürlich ist das mit dem Einsatz der Stilmittel auch immer davon abhängig, was für eine Hochzeit ihr jetzt habt. Habt ihr eine Boho-Hochzeit vintage-mäßig, dann kann es ein bisschen organischer sein, ein bisschen rougher, da kann mehr Shake drin sein. Es wirkt einfach ein bisschen, ja, ein bisschen mehr oldschool. Aber wenn ihr jetzt so eine super prunkvolle Hochzeit habt und es ist in einem Schloss, es ist alles weiß, dann sollte es im Video auch so ein bisschen mit den Stilmitteln rüberkommen. Da solltet ihr vielleicht ein bisschen mehr mit Gimbal arbeiten, weil es einfach noch cleaner wirkt. Noch so ein Thema ist Licht verwenden bei Video und Foto. Für Hochzeiten kann ich euch immer davon abraten, es wirkt immer schlecht, weil das ganze Ambiente geht verloren. Ja? Ihr habt auf einmal so eine Taschenlampe-Funzel da oben auf eurer Kamera drauf und alles ist auf einmal komisch dunkel, außer euer Subjekt, was direkt vor der Kamera steht. Das, finde ich, zerstört so ein bisschen die ganze Atmosphäre und sollte immer unterlassen werden. Baut lieber auf lichtstarke Objektive und ballert die ISO ein bisschen höher, wenn es zu dunkel wird. Zur Not könnt ihr immer noch in der Post das retten mit ein bisschen Noise Reduction. Aber bitte, bitte, bitte benutzt kein Licht bei Hochzeiten. Kommen wir zum Shooting. Normalerweise filme ich nie in Slow-Mo. Außer vielleicht, wenn man Tieraufnahmen machen würde, habe ich zwar noch nie gemacht, kommt aber bald mit dem Kollegen, den ihr hier die ganze Zeit schon so ein bisschen auf dem Screen seht. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn ja, ich würde es wetten. Slow-Mo war cool vor 6-7 Jahren. Mittlerweile finde ich Slow-Mo einfach überbewertet und es ist einfach viel schwieriger, geile Shots zu machen ohne Slow-Mo und gibt dem ganzen Film nochmal mehr Qualität, als wenn alles in Slow-Mo ist. Aber bei Hochzeiten ist es anders, weil Slow-Mo-Videos haben den Effekt, dass es alles verträumt wirkt. Und dieses Stilmittel machen wir uns hier zunutze. Deswegen empfehle ich euch, immer in 50 Bildern die Sekunde zu filmen, wenn ihr für Hochzeiten Videos macht.
weil ihr dann in der Nachbearbeitung die Geschwindigkeit der Clips auf 50% reduzieren könnt. Filmt am besten mit einem flachen Profil. Bitte, bitte, bitte macht das, weil ich habe es schon ein paar Mal bemerkt und gesehen, dass professionelle Videografen in Rec 709 filmen, die haben kein flaches Fahrprofil, kein Log und machen kein Grading und gar nichts und knallen das einfach in ihr Bearbeitungsprogramm, schneiden das und hauen das raus. Tut mir leid, Leute, aber das hat nichts mit cinematischen Videos zu tun und ich finde, bei Hochzeiten sollte man sich Mühe geben. So, aber was nimmt man jetzt eigentlich auf? Was ist wichtig und worauf sollte man achten? Also eins vorweg, es ist wichtig, eine Variation reinzubringen in die Shots, einen roten Faden und eine Story zu erzählen. Dafür braucht man auf jeden Fall Establisher-Shots. Das sind Aufnahmen, mit denen man erstmal die Location ein bisschen zeigt. Dafür sollte man verschiedene Techniken anwenden. Zum Beispiel sollte man Close-Up-Shots nehmen, also Nahaufnahmen, etwas mittelweit entfernte Aufnahmen, um einen Zusammenhang zu erzeugen und dann die Totalen, um natürlich das große Ganze zu zeigen. Aus Erfahrung kann ich euch sagen, dass viele Close-Ups hintereinander auf jeden Fall super cinematisch wirken und ihr das Stilmittel auf jeden Fall mal für Hochzeitsvideos ausprobieren solltet. Alter, es ist so warm. Scheiß die Wand an. Genau, wir sind jetzt bei den Establisher-Shots. Wenn ihr in so eine Location reingeht, ja, dann versucht das bewusst zu machen. Ja. Ihr geht da rein, ihr guckt euch um und da, wo ihr hinguckt, ja, ihr seht hier ein Bild mit zwei Leuten drauf, ihr seht da eine Statue, irgendwas Besonderes, eine besondere Pflanze oder so, ein Blick aus dem Fenster, macht euch aufmerksam. Versucht diese Journey, also diese Reise durch diese Location so wahrzunehmen, als würdet ihr schon filmen. Und versucht dann diese Details in den Close-Ups einzufangen. Ist super cool, weil dadurch wird die Erfahrung, die ihr in dem Raum macht, übertragen auf das Video. Und es wirkt dann alles, als würde man selber mit dabei sein. Aber um wegzukommen von der Location, müsst ihr natürlich die Menschen filmen. Es geht um Emotionen, es geht um Liebe, es geht um Zusammenkommen. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall auf die Jagd gehen, wenn ihr auf der Veranstaltung seid. Und zwar solltet euch anpirschen und den Leuten auflauern. Immer die Kamera auf den Auslöser haben. Den Finger auf den Auslöser haben. Und dann, wenn ihr seht, ach, da lacht eine Person, haltet ihr drauf. Macht schnell die Aufnahme und geht weiter. Weil die Leute sollen nicht unbedingt merken, dass ihr filmt. Die Leute sollen immer noch natürlich sein und es soll authentisch wirken. Deswegen ganz klar anpirschen, fokussieren und aufnehmen. Junge, das wird ja richtig cringe hier. Fuck. Genau, wir kommen zum Solo-Shooting, weil das ist, ich sag mal so, das ist das absolut, absolut Wichtigste für euch am Ende des Shootings, weil da entstehen die Aufnahmen, die auf eurem Instagram landen, da entstehen die Aufnahmen, die auf dem Instagram von den Brautpaaren landen, weil das sind zwar gestellte Aufnahmen, aber es sind nicht so krass persönliche Aufnahmen, deswegen kann man sie teilen in Social Media. Das sind die schönsten Aufnahmen, wo es wirklich um Perfektionismus geht. Da werdet ihr einfach das Brautpaar für ca. 20 bis 30 Minuten irgendwo mit ins Grüne entführen. Bestenfalls bei Sonnenuntergang, weil da ist das Licht am schönsten. Und dann könnt ihr Aufnahmen mit denen machen, wo sie sich nur auf sich selbst konzentrieren, nur Zweisamkeit. Da gebe ich euch mal ein paar Stichpunkte, weil wenn ihr mit dem Paar alleine seid und dem Instruktionen geben müsst, dann fällt einem oft nichts ein. Ich habe jetzt aber schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und habe eine ganze Liste entwickelt, mit denen ihr dann punkten könnt und auf Kommando geile Aufnahmen erzeugt. So, ich sag's jetzt mal einfach stichpunktartig, ja. Es soll gekuschelt werden, streicheln, durchs Haar gleiten, anpacken, die Hand nehmen. Man sollte mal eine Nahaufnahme von den Ringen machen. Was auch ganz geil ist, lasst die Brautpaare mal sich gegenseitig ins Ohr flüstern, was man so nach der Hochzeit miteinander anstellen wird. Ich sag euch eins, 99% der Brautpaare werden einfach sagen, schlafen, weil das wird für die super anstrengend sein. Und in dem Moment fangen die so an zu lachen, da könnt ihr die Aufnahme machen und ihr habt ein absolut natürliches Lachen, super schön. Wenn ihr zum Beispiel da auf so einer Wiese steht und euer Brautpaar ist schön im Licht, dann können die auch einfach so ein bisschen miteinander schaukeln oder besser gesagt ein bisschen tanzen. Es geht da nicht darum, irgendeine Performance abzuliefern, sondern einfach ein bisschen in Bewegung zu sein und dass sie sich aufeinander konzentrieren. Kann für schöne Aufnahmen sorgen und wenn da Verpatzer sind oder einer auf den anderen dessen Füße tritt, dann wird es auch lustig und es wird gelacht. Und das ist das, was ihr am Ende haben wollt. Ihr wollt wirklich schöne Momente zu zweit haben, wo gelacht wird und wo es emotional wird.
Genau, dann kann die Braut zum Beispiel den Kopf auf die Brust legen. Man kann die Braut einmal hochheben und um sich drehen. Die Braut tragen, man kann Stirn an Stirn und dabei tief in die Augen schauen. Was kann man noch machen? Man kann die Augen schließen und auf drei die Augen öffnen. Ist auch ganz cool, weil meistens hat man da ein riesen Lächeln in den Gesichtern. Und es ist einfach schön anzusehen. Dann, wenn die Braut ein Blaukraut hat, wenn die Braut einen Brautschleier hat, ja, dann könnt ihr den, also das ist das Ding, was hier hinten so runterhängt, könnt ihr den über den Kopf von ihr drüber heben und dann noch über den Kopf von dem Bräutigam heben und diesen Schleier sozusagen über beide Köpfe drüber haben. Ihr geht mit der Kamera drunter, könnt nochmal so richtig intime Aufnahmen machen von den beiden, weil dann sind die so richtig abgeschirmt und es gibt wirklich nur die beiden. Coole Aufnahmen, kann ich euch nur empfehlen. Okay, Junge, Alter, jetzt wird's langsam echt heiß. Fuck. So, kommen wir weg vom Solo-Shooting und wieder zum eigentlichen Shooting. Ihr solltet immer darauf achten, dass es einen roten Faden gibt. Ihr versucht den Tag natürlich chronologisch wiederzugeben. Und da ist es wichtig, dass es irgendwie auch Hand und Fuß hat und dass ihr alles irgendwie abbilden könnt und nicht auf einmal eine Lücke ist. Bei der guten Party müsst ihr mitfeiern. Ich sag's euch, es gibt nichts Geileres, weil dann ist sowieso meistens die Veranstaltung vorbei. Ihr habt euren Part erledigt. Und dann kann man noch mal ein paar Partyaufnahmen machen. Und wenn man selber mit Party macht, dann machen die Leute auch mit euch Party. Und dann könnt ihr die Aufnahmen, die ihr dann vielleicht noch mit der Kamera macht, so Handheld-mäßig auch noch verwenden, weil das sind dann noch mal richtig natürliche, coole Aufnahmen. Es sei denn, Leute fangen an, in die Ecke zu kotzen, dann solltet ihr vielleicht langsam abziehen. Und jetzt kommen wir zum Edit, der eigentlichen Magie des Videos. Ganz wichtig, oberste Priorität ist das Grading. Und zwar müsst ihr nämlich hier den Look der Hochzeit widerspiegeln und das Gefühl. Dann würdet ihr natürlich mit Log viel mehr Möglichkeiten haben, was das Grading angeht. Könnt ein paar LUTs draufschmeißen, noch selber ein bisschen feintunen. Und dann hat das Ding auch schon Hand und Fuß. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr in die Materie reingehen wollt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr nicht euch doch ein Video wünscht zu dem Thema Grading. Weil eine Sache muss ich euch sagen, ich dachte die ganze Zeit, dass ich eigentlich relativ gut bin, was Grading angeht. Und dann kamen die Entwickler von Dehancer auf mich zu. Die haben ein Plugin entwickelt, jetzt neuerdings für Final Cut Pro. Dehancer ist zwar ein ziemlich kostenintensives Plugin, aber mit meinem Code bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Ich packe nochmal alles unten in die Beschreibung. Könnt ihr euch informieren, genauer anschauen und euch auch mit einer Testversion selbst überzeugen. Ich zeige euch einfach mal die Vorher-Nachher-Aufnahmen. Es ist einfach nur unheimlich krank, was dieser Plugin mit den Videos anstellt, weil ich dachte erst, es sieht mega geil aus, was ich da fabriziert habe. Aber nachdem ich den Plugin draufgehaut habe und dann mal deaktiviert habe, dachte ich, okay, voll amateur-like. Und jetzt mit dem Plugin würde ich es nie wieder ohne Dehancer machen. Also schaut mal rein, guckt euch den Plugin an. Absolut empfehlenswert. Und das, was ihr damit für einen geilen Filmlook erzeugen könnt, gerade so für Vintage-Videos, ist phänomenal. Kommen wir aber zum Ton des Hochzeitsvideos. Das ist ganz wichtig, finde ich, einen guten Mix aus Musik und Originaltönen zu machen. Ab und zu ein bisschen Hintergrundtöne, während Musik spielt, ist auch schön. Dann wird es ein bisschen lebendiger. Man hat dann die Atmosphäre mit drinne. Kann ich euch also nur empfehlen. Wenn das Paar einen schönen Hochzeitssong hat, der sehr individuell und persönlich ist, könnt ihr den natürlich auch einbauen, weil ihr macht es am Ende nicht für euch, sondern für das Paar. So, jetzt habe ich aber echt genug gelabert. Wenn ihr euch nochmal volle, komplette Hochzeitsvideos von mir ansehen wollt, die findet ihr alle auf meiner Webseite. Ich verlinke es nochmal auch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne in Ruhe ansehen, euch ein bisschen inspirieren lassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo da und ein Like. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es versuchen, alles zu beantworten. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.